Guten Morgen, liebe Teilnehmer, zum heutigen Live-Event kurz vorm Xetra Handelsstart hier am 9. Juli. Es grüßt euch Chris Kämmerer, wie gewohnt so manchmal, aber wir hatten ja in der vergangenen Woche auch schon zur gleichen Zeit, allerdings etwas mit Delay, einen Event gleicher Art. Und ich freue mich sehr, dass der liebe Thomas gesagt hat, komm, wir knüpfen hier direkt nochmal den nächsten Freitag an. Und deswegen seid ihr heute hier und ich werde auch gleich überleiten an Thomas. Keine Sorge, wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich bin nämlich gespannt, was er sozusagen hier als, ja, wie darf man sagen, als Setup sozusagen hier für den heutigen Tag herausgekitzelt hat. Ich muss mal sehen, ob ich ihn in der Gruppe finde. Wir sind auch diesmal mehr Teilnehmer als beim letzten Mal. Das freut mich sehr an der Stelle. Jetzt will ich nur kurz sehen, dass der Thomas da ist. Da habe ich ihn auch. Können wir schon mal einen kleinen Mikrofoncheck machen, wenn er soweit ist. Erstmal Hallo in die Runde überhaupt. Der Raum füllt sich sichtlich. Das freut mich natürlich sehr. Insofern nehmt es ausreichend Platz sozusagen. Jetzt geht's gleich los. Gern geschehen, Christian. Mein Namensvetter hier für den Link zum Webinar. Markus, auch guten Morgen zusammen. Wunderbar. Wollen wir doch mal sehen, was die Märkte uns da hier darbieten. Wir hatten ja gestern wirklich schon einiges an Action, um nicht zu sagen, reichlich Bewegung. Und das war ja dann sozusagen der Tatsache geschuldet, dass man mutmaßt, die Delta-Variante oder Konjunkturängste faktisch heute, wie gesagt, hier mit dem lieben Markus am Start. Markus, Thomas am Start. Ihr habt ein ähnliches Haupthaar, das hat mich jetzt verwirrt. Thomas, schau mal, ob dein Mic mittlerweile funktional ist. Ich habe dich schon freigeschaltet. Sollte es da Probleme geben, gib mir da doch nochmal Bescheid. Auf jeden Fall, Thomas heute hier on air und es darf losgehen. Und gegebenenfalls, darauf wollte ich jetzt überleiten, deswegen ist mir so ein Stück weit der Markus auch in den Sinn gekommen, denn wir haben nach diesem Live-Event natürlich unseren täglichen Trading Room ab 10 Uhr. Und da ist eben der Markus immer dabei, der Andreas immer und ich regelmäßig, nicht so häufig, will ich sagen, aber doch hin und wieder. Auf jeden Fall sind das hier unsere zwei Hauptprotagonisten, wo wir auch gern weitere Trader immer wieder zu Gast haben. Und gegebenenfalls ziehen wir die Session heute einfach ein Stück weiter, sozusagen, dass wir nach diesem Morning-Event hier jetzt ab 10 bis circa 11 dann den Markt weiter covern. Da weiß ich nur nicht um die zeitliche Verfügbarkeit von Thomas, wäre aber auf jeden Fall eine Option, dass du dann auch mit uns nochmal in den Trading Room kommst und hier sozusagen die Teilnehmer, die jetzt nicht dieses Morning Event miterleben dürfen, dann sozusagen dran teilhaben lässt, was wir denn heute hier abgezogen haben. Und insofern, lieber Thomas, jetzt will ich dich so langsam auf die Bühne bitten, weil ich weiß, du bist hier ein Marktteilnehmer, der schnell und auch häufig schon abfeuert, wo wir noch nicht mal den Stift in der Hand halten. Denn das letzte Mal hatten wir auch den Start gehabt an der Stelle, wo es ein Stück weit später losging und du schon mit einem Live-Trade am Markt warst. So, jetzt werden wir sehen, dass wir die Technik hier hinkriegen. Ich will euch darauf hinweisen, liebe Leute, das ist ganz wichtig in dem Kontext. Wenn wir hier handeln, und es wird durchaus passieren, dann ist das niemals eine Handelsaufforderung. Seht das als subjektive Einschätzung vom jeweiligen Trader ein, von mir oder auch vom Thomas, später auch vielleicht vom Andreas. Das sind niemals Handelsempfehlungen. Jeder muss auf eigenes Risiko in den Markt gehen, muss sein Risiko abwägen und hier eben auch selbstständig handeln. Obgleich auch hier die Tatsache wichtig ist zu wissen, liebe Leute, wenn wir hier am Index- und Devisenmarkt unterwegs sind, gerade auch dann mit dem Margenhandel und hier natürlich einem gewissen Hebeleffekt. Ja, das heißt, wenn es steigt, ist es wunderschön, aber wenn es fällt, kann das mit dem Hebel eben auch schneller gehen und dann multiplizieren sich gern mal die Renditen, beziehungsweise hier in dem Fall, wenn es nach Süden geht, auch ins negative Terrain. Also das an der Stelle, liebe Leute, hier zum Einstieg und dann wollen wir gleich mal in den Markt springen. So, jetzt habe ich den Thomas auf jeden Fall gefunden. Ich würde Thomas dann auch gern zum Moderator machen. Allerdings müssen wir mal sehen, dass wir das mit dem Mikrofon jetzt hier geregelt kriegen. Thomas, schau doch mal, ob du dein Mic anbekommst. Ansonsten schreib mir auch gern mal im Chat, ob es da irgendwo hakt. Ansonsten würde ich nämlich gleich auch schon mal einen Rundumschlag machen. Ah, jetzt habe ich es gesehen. Jetzt ist es grün, Thomas. Ich glaube, wir sind online. Guten Morgen, Mensch, da hat der Christian wieder ganz viel zu erzählen gehabt. Ich grüße euch alle, einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ich musste in Anführungszeichen ja die Brücke schlagen, weil ich jetzt nicht wusste, ist dein Mic funktional? Thomas, freue mich aber, dass du zugegen bist. Und wie gesagt, vielleicht hast du es ja in meinem Monolog mitbekommen. Wenn du magst, können wir wirklich ab 10 nochmal in den Trading rumziehen. Aber lass uns vielleicht jetzt direkt mal auf die Märkte schauen. Heute, wie Ja. gesagt, die Hütte ein Stück weit voller als das letzte Mal. Freut mich auf jeden Fall sehr.
Es findet demnach Anklang und insofern, ich schieb den Bildschirm mal rüber. Mach dich bereit, Thomas. Perfekt. So, meine lieben Teilnehmer, jetzt gibt es gleich den Bildschirm-Change. Dann dürfen wir den Desk vom Thomas sehen. Der, ja, ich meine, wenn ich nicht komplett irre, bist du mit 6 Bildschirmen am Start oder waren es sogar 8? Hinter mir sind 7, vor mir sind 2. Also ich Okay. trade immer, oder Webinare mache ich hier an dem anderen. So, das ist der, den ich übertragen möchte. Machen wir mal hier. So, ich glaube, das sieht in der Vorschau schon mal ganz gut aus. Absolut zu sehen. Super, Thomas, dann will ich sehe Gut. gerade, du bist schon wieder dabei. Dann Ja, hol es uns tut mal mir ab, was leid. passiert ist. Kein Problem. Genau wieder das. Also Christian, vielen lieben Dank wieder für die herzliche Ankündigung. Ich freue mich wieder heute dabei sein zu dürfen. Heute ja früher als letzte Woche. Technik funktioniert auch wunderbar, perfekt. Ich komme immer mal wieder auf den Markt zurück. Ich komme auch immer wieder ein bisschen zu meiner Person zurück. Das ist ja alles wieder komplett interaktiv. Das heißt, bitte, 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 der Christian und ich sogar in der Regel. Ich weiß gar nicht, ob ich alle Fragen sehen kann. Es ist auch wurscht. Der Christian auf jeden Fall wird mir immer mal wieder sagen, hier gibt es Fragen. Und ich gehe sehr gerne auf Fragen ein. Wir können auch gerne dann zu Einzelwerten springen und so weiter. Denn da habe ich jetzt tatsächlich doch nicht alles vorbereitet, denn mein Trading-Analyse-Tool ist noch nicht offen. Bereite ich nebenher noch vor. Sie sehen den DAX. Und der DAX ist, wie sagte der Christoph das letzte Mal, des Deutschen liebstes Kind. Und das ist er auch aus meiner persönlichen Sicht. Und ich habe ihn so lieb, dass ich jeden Tag mit ihm am Hegen und Pflegen bin. Ja, kämpfen darf man ja nicht sagen, kämpfen tut man ja nicht mit den Märkten, denn der Markt hat ja letztendlich immer recht. Ich möchte gerne, weil wir hier so den ganz speziellen Fokus aufs Trading haben, direkt zur Großwetterlage überschwenken, weil das ist natürlich das, was uns interessiert, gerade nach dieser Abwärtsbewegung, die wir gestern gesehen haben. Wenn das jetzt mal hier rüber geht, so, genau. Also, wir kommen zur Großwetterlage. Das ist mein Arbeitschart. Von dem lässt sich mehr oder weniger alles ableiten. Wir sind im Tageschart und betrachten den DAX 30, zumindest Indikation davon. Was haben wir gesehen? Wir haben die letzten Tage eine nervige Seitwärtsbewegung gesehen, die endlich ihr Ende gefunden hat, beziehungsweise eben nicht ihr Ende gefunden hat, weil, das habe ich gestern noch veröffentlicht, gestern ist nichts anderes passiert, als dass diese Unterstützung bei 15.300 sehr schnell, so wie die Bären das gerne tun, angelaufen worden ist. Nichts anderes. Das heißt, ich weiß nicht, wer von Ihnen das gestern gehandelt hat, aber wo gestern jeder geschrien hat, Feuer, es brennt und alles geht jetzt den Bach herunter, ist tatsächlich hier ein super Long-Einstieg gewesen. Und die Märkte, wie so oft, zeigen es auch mal wieder, beziehungsweise der DAX zeigt, wir haben eine Kurslücke nach oben. Wir haben eine weitere Aufwärtsbewegung in der Vorbörse und wir haben in 7 Minuten die offizielle Eröffnung. Also, erstmal alles long. Das ist natürlich die Frage. Das versuchen wir jetzt herauszufinden. Ich switche mal ganz schnell wieder hier rüber. Wir sind schon wieder in dem Trade drin. Das passiert bei mir leider häufig. In der Regel versuche ich es echt einzudampfen. Deswegen heißt ja der Titel heute hier Trading für Vielbeschäftigte. Ich versuche sogar echt in den ersten paar Handelsminuten bei der Eröffnung mein Pott voll zu bekommen und dann ziehe ich auch wieder von dann. Gestern habe ich tatsächlich aber sehr viel gehandelt. Gestern hatte ich 24 Trades. Ja, und das lief soweit ganz gut. Ich habe aber gestern gar nichts gemacht für die Chartman Challenge. Was auch immer das ist, da komme ich auch noch mal gerne drauf zu sprechen. Ich möchte jetzt aber Ihnen gerne schnell erklären, bevor es nämlich alles zu hektisch wird. Warum bin ich diesen Trade eingegangen? Der eine oder andere, der schon letzte Woche mit dabei war, weiß, ich arbeite primär mit Widerständen, Unterstützung, Aufwärts-Abwärtstrends. So, Punkt. Und wenn ich mir jetzt nur einfach hier im
5-Minuten-Chart das hier angucke, was wir hier gestern Abend noch gesehen haben, ist eine sehr, sehr lange Seitwärtsphase in dem Bereich von. Oh, jetzt verschiebe ich den FL, genau, das wollen wir nämlich nicht. So, schiebe den mal wieder zurück auf die 39, da war er, damit wir nämlich unser 1R einhalten. Ja, also wir haben hier eine Seitwärtsbewegung gesehen, 15.500, 15.520, also knapp unter 15.500. Dementsprechend bin ich jetzt hier direkt reingesprungen. Wir haben 10.000 Euro Echtgeldkonto. Wir wollen wie immer 1% riskieren und dementsprechend ist das Stop-Loss 50 Punkte entfernt. So, wir sind mit zwei Kontrakten drin, wunderbar. Und hoffen jetzt natürlich, dass die Abwärtsbewegung fortgesetzt wird und dieser Widerstandsbereich nicht überboten wird. Und da man das ja grafisch so schön sieht im MetaTrader, können wir ja sehen, wenn der Kurs hier überschießt über die 15.539, da liegt unser Stop-Loss, dann sind wir halt eben raus. Und da müssen wir natürlich gucken, ob das von gestern wie so oft eine Ente war und jetzt hier einfach günstige Kurse genutzt worden sind. Ah, wenn ich dieses Volumen hier unten sehe, da wird mir immer ganz anders. Das machen wir raus. So, dann können wir hier natürlich einen Rücklauf bis hier oben sehen. Und dann letztendlich wäre dann wieder mal nichts passiert. Ja, wie so oft, kommen wir wieder auf den Chart zurück. Dann würden wir wieder hier oben rumgondeln. Das wäre natürlich die Vollkatastrophe, aber so kann das halt eben laufen im Sommer. So, das ist erstmal der Monolog meinerseits zu dem, was jetzt. Warum der Trade eingegangen worden ist, würde dann dementsprechend, wenn uns das der Markt erlaubt und der Trade 100 Euro im Gewinn ist, würde ich den Stop-Loss schnellstmöglich nachziehen. Ja, also 100 Euro Gewinn, dann kommt der Stop-Loss auf plus minus null und dann wird das Ding einfach laufen gelassen. Das haben wir beim letzten Mal schon auch so gemacht. Bei einem Trade leider hat es nicht viel gebracht. Der wurde dann plus minus null ausgestoppt. Deswegen sind hier innerhalb von einer Woche nur 17 Euro verdient. Schande über mein Haupt. Anders kann es aber laufen, wenn man so ein bisschen aktiver unterwegs ist. Ja, leider habe ich bislang, Christian, auch Schande über dein Haupt in dem Sinne. Wir haben es immer noch nicht geschafft, diese Woche miteinander zu sprechen. Ja, denn dieses tolle Projekt namens Chartman Challenge steht immer noch offen. 1. Juni gestartet, 13 Handelstage durch. Sie sehen hier immer wieder die Gewinne oder Verluste eingeblendet. So, da können Sie sich alle in Ruhe angucken, dass man einen. Nee, das war nicht der gute Tag. Wo war der gute Tag? 7,69. Da, Tag 11, 22,8%. Ja, hätten wir gestern ein bisschen mehr gemacht, wäre das auch drin gewesen. So, da haben wir einen Verlust. Tag 13, 2,4% Verlust. Mal gucken. Ja, also 6.500 Euro, 65%, 64% in 13 Handelstagen. So, sehen Sie, hier ist ich und mein Homie, ein Alpaka. Ja. Also das Typische, was man bei Instagram so findet, folgen Sie mir doch bitte bei Hartmann Kapital bei Instagram zu finden. Gucken Sie sich mal meine Webseite an, hartmann-kapital.de. So, erstmal von meiner Seite aus genug Werbung. Ich komme aber immer wieder drauf zu sprechen, weil nächste Woche Freitag, heute in einer Woche, fängt hier in den Räumlichkeiten in Pforzheim ein Seminar natürlich statt. Sie wissen, die Leute müssen ja auch immer die Coachings noch verticken. Ich tue das genauso, aber nicht, weil ich von den Coachings lebe, sondern weil, wie man das hoffentlich merkt in diesem Webinar, weil es mir Spaß macht, andere Leute auszubilden und das für mich auch ein schöner Ausgleich ist. Ich muss mal gerade fragen, der Christian, ist der noch da oder ist er vom Stuhl gefallen? Christian, bitte kurze Rückmeldung, ob noch alles, ist noch alles So, gut? Ja, okay, danke. mit der Schande auf dem Haupt, das nehme ich mal relativ hin. Aber in der Tat haben wir uns hier schon wieder mal verpasst. Aber das ist halb so schlimm, weil die Abstimmung, die rennt nicht weg. Wichtig war, dass wir jetzt hier uns heute aufgesetzt haben. Und den Teilnehmern wird das sicherlich auch vom hohen Interesse sein, wie das da mit der Challenge weitergeht und dass wir das in einer gewissen Art und Weise vielleicht adaptieren, ummünzen, beziehungsweise dir da auch noch ein Stück weit mehr Bühne geben. Da bin ich eigentlich sehr zuversichtlich. Deswegen, das können wir eher früher als später nachholen, unseren offenen Call. Und ich bin natürlich da, obgleich auch mit dem linken Auge noch ein bisschen bei Admin-Geschichten. Insofern stört es mich gar nicht, dass du die Kunden da abholst und natürlich auch auf deine Challenge hinweist und eben auch im Rahmen der Social Media auf deine Kontaktmöglichkeiten und das, ich sag mal, Gott sei Dank und warten wir mal ab, dass sich alles zum Besseren noch wendet, dass wir Gott sei Dank wieder live und präsent unterwegs sein können und du mit deinem Seminar, Schrägstrich, ich ja auch wieder hier und da reisen durfte. Geschäftlicherseits, gut, das war schon immer erlaubt, aber es gab ja so viele Einschränkungen. Das heißt, die Normalität
kehrt ja ein Stück weit zurück. Und das sind natürlich Live-Seminare, was ganz Tolles, was auch wir bei JFD präferieren. Und da du es ja angesprochen hast, du machst ja sowas auch, würde ich da auch mal in gar nicht so ferner Zukunft, wenn die Lage sich weiter beruhigt, da auch wieder drauf zurückkommen, sodass wir uns da auch mal live sehen und eben auch live ein richtig schönes Event hier abziehen. Aber die Bühne ist dir und jetzt sehe ich Xetra Opening. Der DAX schnippt gleich mal. Da denke ich mal, ist von hohem Interesse, wie die Teilnehmer die gegenwärtige Situation von dir eingeschätzt wissen, hören wollen. Ja, so. Dankeschön, Christian. Genau, also Seminar hier vor Ort ist tatsächlich wieder möglich im ganz kleinen Rahmen, Corona-konform, wir kennen es alle. Wer Interesse hat, meldet sich doch bitte. Ich hau jetzt auch einfach mal einen raus und sage, ich mache es wirklich für Teilnehmer, die sich heute melden, info@hartmann-kapital.de. Webseite hier unten, da zack, da heute eine E-Mail reinschreiben. Ich mache es wirklich spottbillig. So, dazu stehe ich jetzt einfach mal, das haue ich jetzt mal raus. Und wir versuchen jetzt mal hier schnellst bestmöglich unseren DAX zu handeln. Leider ist die Eröffnung wieder für eine Überraschung auf der Oberseite gut, aber ja, wieder mal gucken, was passiert hier. So ein Fünfer passiert hier nämlich bislang noch nicht viel. Das ist alles gut, was hier passiert. 15.507 sind wir jetzt halt dran geditscht, also voll in diesem Widerstandsbereich. Und da sehen wir es, ja, wir sind schon wieder im Gewinn, also nicht beirren lassen, liebe Teilnehmer, ganz wichtig, nicht verrückt machen, was kann denn im schlimmsten Fall passieren? Wir können hier eben 100 € verlieren. Ja, bitte kein Nachhandeln, Sie wissen es, alles nur zu Schulungszwecken. Was ich hier mit dem Echtgeld mache, das bleibt mir selbst überlassen. Das ist das Maximale. Ja. Und da wir einen super Broker im Hintergrund laufen haben, haben wir auch jetzt hier nicht mehr das Slippage von 200, 300 Punkten zu rechnen. Dementsprechend Stop-Loss eingeben, glücklich sein, Marktsituation beobachten, schauen, nicht verrückt machen, mal so eine starke Gegenbewegung von 40 Punkten, 50 Punkten. Wir haben halt jetzt mal wieder Volatilität. Das ist auch genau das, wonach ich immer ich, ja, mich beschwert habe, dass keine Volatilität da ist. Jetzt haben wir sie und jetzt müssen wir halt einfach damit umgehen. Und wir gehen halt einfach damit um, indem wir halt die Stop-Loss weitersetzen. Beim letzten Mal, letzte Woche habe ich auch schon 50 Punkte Stop-Loss gegeben. Da war aber auch eine tatsächlich wilde Eröffnung, obwohl den ganzen Tag über keine Volatilität war, war die Eröffnung sehr heftig. Da standen ja dann auch nachmittags die NFPs an. Die haben zwar dann auch nicht die großen Verwerfungen mit sich gebracht. Heute ist es jetzt ein bisschen andersrum im Verhältnis zur Volatilität, die wir gestern gesehen haben, ist die Eröffnung eher mau. So. Aber, ja, oh, sehen Sie, hier kommt schon da kommt schon jemand und schreibt direkt, ich bin dabei nächste Woche am Freitag beim Seminar. Ich sichere mir jetzt direkt dieses super Angebot. Freut mich. Ja, ich glaube, wenn Sie das tatsächlich machen, lieber Interessent, dann wäre es auch nur noch ein Platz aufgrund der Corona-Situation. Das heißt, wer jetzt noch einmal will, der muss sich auch nochmal melden. Der Standardpreis ist 1.499 € und wie gesagt, ich mache es wirklich billig, heute für die Teilnehmer. Geht aber auch 6 Stunden brutto, 5 Stunden netto und hier gehen Sie dann raus. Sie haben keine Ahnung, was überhaupt technische Analyse ist und können danach einen Chart analysieren. Ja, das ist das Credo, was ich mir auf die Fahne schreibe. Das ist realistisch, wenn man das eben richtig macht und Risiko-Money-Management und all die Sachen beherzigt, dann kann man damit schon viel anfangen. Okay, zurück zum Markt. Was sehen wir? Er kommt immer weiter hoch. Also, wir waren jetzt wieder im Gewinn, dann im Verlust, jetzt sind wir wieder im Verlust. Er schiebt und schiebt und schiebt. Wir haben nur noch 25 Punkte zu unserem Stop-Loss. Müssen wir jetzt ein bisschen gucken. Ich traue es ihm zu. Ja, zutrauen kann man dem Guten natürlich sehr viel. Er kann es natürlich ohne Probleme machen. Ja, wird es wieder eine Ente, dass das alles abverkauft ist, abverkauft worden ist gestern und seit gestern wieder hochgezogen wird. Ja, wir wissen es nicht. Wir versuchen es aber dementsprechend so zu handeln. Hier ist einfach immer noch sehr viel drin. Jetzt kommen wir immer näher an unseren Stop-Loss. Ich bin tatsächlich, also wenn er jetzt natürlich nicht die Riesenbewegungen macht, bin ich auch gerne derjenige, der da nochmal nachsetzt. Also, wenn das Trade hier ausgestoppt wird, dann gehen wir dem nochmal nach und dann bin ich auch bereit, weil wir jetzt eben keine Eröffnung mehr verkraften müssen, dass der Stop-Loss geringer gehalten wird.
Ja, dass wir dann, wenn er dann anlaufen würde, der zweite Trade, dass wir dann auch schneller über ein R hinauskommen. Aber gucken wir mal, ein paar Punkte haben wir noch. Es sind nicht mehr viele. Mal gucken. Also hier schon, das ist schwierig. Also wenn er das wirklich tatsächlich jetzt auf einem Rutsch wieder alles reinholt, dann Hut ab. Aber gucken wir mal. Gehen wir mal weiter rein. Ja, bisher halt eben starke Eröffnung. Ja, nur noch ein paar Punkte entfernt. Machen wir uns direkt schon mal bereit für den nächsten. Ja, dann möchte ich dann mit dem Stop-Loss von 33 Punkten arbeiten. Dementsprechend können wir hier mit drei Kontrakten rein. Das ist nur eine Frage der Zeit. 10 Punkte. Ja, aber ich möchte dann jetzt auch nicht sofort, also ich schmeiße jetzt hier nicht sofort hinterher. Ich möchte genauso wie beim letzten Mal sehen, dass er auch mal eine Umkehr im Fünfer schafft, also mal eine negative 5-Minuten-Kerze ist das Minimum. Na, da sind wir mal gespannt, was der Markt macht an der Stelle. Gestern hatten wir ja eine schon schwache Abwärtsbewegung, starke Abwärtsbewegung, wie gesagt, schwache Umkehr. Da ist auch immer der Punkt, die Marktteilnehmer haben ja verschiedene Einstellungen. Wir haben auch den Andreas Bernstein zugegen. Da wäre ich mal interessiert, ob er jetzt hier die Gegenrichtung vielleicht sogar eingenommen hat, um sozusagen einen Counter-Trade zu starten, also sozusagen gegen die jetzt laufende Erholung, wie du es jetzt geahnt hattest oder nicht. Muss mal gucken, ob er noch da ist. Muss er sich mal melden, ob wir vom Mike her zuschalten können. Aber in jedem Falle ist das natürlich auch ein Punkt, wo du sagst, okay, du hast jetzt hier diese Reversal-Bewegung, die wir jetzt so von gestern Abend dann haben schon gesehen, jetzt dann wieder trendfolgend eigentlich handeln wollen, sodass der Markt wieder abkippt. Er tut das Gegenteil, er schnippt nach oben. Das war ja auch die ein oder andere Vermutung von, ja, sage ich mal, den, wie kann man sagen, den Marktanalysten, dass es nach der gestrigen Schwäche jetzt doch wieder eine Freitagserholung geben könnte. Und jetzt haben wir das tatsächlich hier zum Xetra Opening gesehen, wobei es jetzt ein Stück weit unklar war. Aber du sagst ja gerade selber, lässt dich nicht beirren, Risiko klar kalkuliert. Jetzt wartest du einfach mal ab, ob der Markt noch eine Möglichkeit gibt, sozusagen in ja, diese Erholung, die wahrscheinlich auf schwachen Beinen steht, sozusagen reinzukommen, oder? Ja, nur hinterfrage ich mich jetzt gerade selbst, warte ich hier auf die 5-Minuten-Umkehr, erstmal in Anbetracht dessen, dass wir bis 10 eingeplant haben. Zweiteres ist auch heute der Fall, es ist Freitag. Auf Freitage bin ich eh jemand, der handelt, also ich handle grundsätzlich an Freitagen fast gar nicht. Glücklicherweise, weil ich in der Regel immer von Montag bis Mittwoch mein Soll erfüllt habe. Dann bin ich heute Morgen noch an der Tür hängen geblieben mit meinem Daumen. Also ich bin eigentlich Autsch. gerade reif fürs Krankenhaus, dann ist mir noch von der Klima ein Rohr auf den Fuß gefallen, als ich den Schrank Thomas. aufgemacht habe. Also ich habe mich auch Wenn direkt. heute noch eine schwarze Katze und der 13. wäre, da hättest du aber das Kreuz in den Kalender machen dürfen, meine Güte. Aber wie gesagt, Wahnsinn. Ich werde mich dann auch um Punkt 10. Vielen Dank für das Angebot, aber ich werde mich auch aufgrund meiner Bänder an meiner rechten Hand auch noch als Rechtshänder, werde ich mich auch erstmal zu meinem Hausarzt begeben. Ja, das holen wir aber gerne nach. Ja. Und ich möchte mein Glück auch heute nicht herausfordern. Ja, am Ende habe ich hier noch 40 Kontrakte stehen, weil ich irgendwie falsche Neuronen angesteuert habe in meinem Kopf. So, und jetzt laber und laber ich. Ja, und ich denke mir schon die ganze Zeit, wartest du auf eine 5-Minuten-Umkehr? Ist es nicht einfach zu lang? Ja. Was macht er? Natürlich, klar, Standard. Stop-Loss erstmal geholt. Ich habe hier die drei Kontrakte schon drin gehabt. Ich möchte das nochmal riskieren. Das ist natürlich das hier. Wenn ich jetzt hier natürlich einsteige, dann schnippt er halt nochmal hier hoch, ja, testet einfach nur das Tageshoch und dann kickt er uns halt direkt wieder raus, weil ich halt hier eben 33 Punkte Stop-Loss brauche. Ansonsten bin ich über ein R und da über ein R möchte ich nicht. So, er läuft jetzt ein bisschen nochmal hoch. Wir gehen jetzt nochmal mit. Ja, wir versuchen das jetzt einfach mal. Es kann ja heute nicht mehr schlimmer werden. Also zum Grad der Verletzung und okay, er geht direkt Richtung Tageshoch. Nochmal gucken. Wir vergeben natürlich schnellstmöglich den Stop-Loss. Ein bisschen Kopfrechnen muss ich, kriege ich jetzt auch gerade noch so hin. So, also bei der 59 und dann gucken wir mal. Aber das jetzt hier, das war nämlich genau das, was man sich eigentlich nicht wünscht. Ja, vielleicht einfach auch hier wieder
reingefallen. Ich bin halt der DAX. 250 Punkte von gestern Abend nach oben, das ist für mich gar nichts. Ja, und genau das ist es halt. Also, da gehen wir schon in Richtung zweiten Stop-Loss kassieren. Du, aber das ist ja auch richtig spannend. Ich meine, du, das ist ja jetzt, ich sag mal, auch eine Vorgehensweise, die du relativ straight durchführst, wo du auch sagst, okay, der Stop ist da knapp gefischt, du bist aber trotzdem der Meinung, der Markt müsste jetzt sozusagen den Reversal starten. Hast du denn da einen charttechnischen Umkehrpunkt schon identifiziert, wie beim letzten Mal, dass du sagst, okay, jetzt die 15.500 60 jetzt beispielsweise oder höher, weil er ist ja in solchen Stauzonen bei dir da immer gern unterwegs, wo du eben dem Markt eben auch die Schwäche dann unterstellst. Und ich sag mal, übrigens ganz kurz noch, bevor du darauf gehst, also Montag und Freitag sind auch bei mir eher unbeliebte Handelstage. Gerade wenn du auf den Forex-Markt schaust, findet sich's am Montag in der Regel die Liquidität ein Stück weit und am Freitag trocknet sie aus, zumal wir am Freitag ja eben Non-Farm-Payrolls News oder irgendwelche anderen Highlights haben, beziehungsweise da der Markt manchmal auch sehr defensiv wirkt oder sehr eskalativ, kaum zu kalkulieren. Insofern auch aus der Praxis heraus, in der Tat Dienstag, Mittwoch, Donnerstag auch für mich die beliebtesten Handelstage, wobei du es ja auch von dem Wochenprofit abhängig machst und dann natürlich, wenn du Mittwoch schon fertig bist, natürlich dann auch sagst, danke fürs Gespräch, ich mache erstmal die Monitore aus. Also das ist natürlich auch eine Möglichkeit, die man sich auferlegen kann, Schrägstrich auch sollte, mit klaren Parametern zu arbeiten, um eben zu sagen, nicht nur Take Profit, Stop Loss stehen fest, sondern meinetwegen auch der Wochengewinn oder die Wochentage. Das sind ja so Randerscheinungen beim Trading, die der eine oder andere gar nicht berücksichtigt. Hauptsache Chart und Hauptsache Flimmern. Aber ist man sich dessen bewusst, was man eigentlich gewinnen oder auch verlieren will, Schrägstrich, welche Tage zum Handel geeignet sind? Das sind natürlich ganz wichtige Erkenntnisse an der Stelle, die da mal so nebenbei einfließen lässt, ne? Ja, also ich habe früher natürlich auch gesagt, komm, was soll der Schwachsinn? Gehandelt wird 24,5. Ja, deswegen ist man ja auf dem Forex-Markt dann aufgesprungen. Dann konnte man sich noch nachts die Nächte um die Ohren schlagen. Das brauche ich, ja, das war ja früher, ne? Also 120 Trades im DAX, als der CFD-Markt so aufkam, das war ja Klassiker. Und dann, ich habe es letzte Mal gesagt, morgens immer Gewinne, nachmittags abgegeben und Verluste ins Bett. Das war der Klassiker und das habe ich dann aufgehört, mit Nachmittagsgruß zu handeln. Und tatsächlich habe ich jetzt so also meine präferierten Handelstage. Und genau deswegen heißt es ja auch DAX Trading für Vielbeschäftigte, weil ich kann es mir letztendlich auch nicht erlauben, da länger als 2 Stunden intensiv mit dem Markt zu verbringen. Das ist für mich nämlich auch wahnsinnig anstrengend, ja, da immer die Konzentration beizubehalten. Und ich merke auch, wenn ich die Konzentration nicht habe, dann fange ich an, Schwachsinn zu machen. Und das möchte ich eben nicht. Und jeder, ich hocke hier nicht in der Großbank, sondern ich hocke halt hier als Einzelkämpfer, auch zwar als Geschäftsführer von mehreren Firmen, aber letztendlich, ich habe halt niemanden im Hintergrund, der jetzt sagt, hier die Risikoparameter müssen eingehalten werden. Ich habe mir die selbst auferlegt, aber ich bin halt auch derjenige, der für die verantwortlich ist. Und die habe ich, ja, und deswegen habe ich auch kein Problem. Wir sind jetzt im zweiten Trade drin. Wenn der ausgestoppt wird, gut, da haben wir 200 Euro verloren, also 2%. Und ich würde immer noch zu deiner Frage auch nochmal, wo würde ich sagen, wann macht das keinen Sinn mehr? Ich würde ihn immer noch versuchen zu shorten, bis 15.593, 95 nicht überboten werden. So lang ist der für mich short. Darüber würde ich dann nicht mehr reinshorten, es sei denn, er fällt dann natürlich irgendwann wieder komplett unter diesen Bereich ab. So, das heißt, ich habe für diese These, um dem Markt da einigermaßen, ja, oder wenn er mein Setup annimmt, habe ich heute 5% zur Verfügung, sprich 500 Euro. Und wenn es damit nicht hat sollen sein, dann sehen wir uns am Montag wieder. Ja, ganz einfach, lieber Markt. Also so ist es von der Theorie her und so ist es tatsächlich auch von der Praxis und die Konzentration brauche ich, damit ich das eben so aufrechterhalten kann. Und ich bin kein Freund davon. Das muss jeder ein bisschen selbst für sich herausfinden, was er für ein Typ ist. Aber mir tut's tatsächlich mehr weh, wenn ich jetzt sage, na, guck mal, jetzt ist er doch angezogen und oh nee, jetzt philosophierst du die ganze Zeit von der Voranalyse auf Short und nee, jetzt schwenkst du um und dann Long und wenn er dann fällt, dann ist es für meine Psyche schwieriger, als wenn ich an meinem Plan festhalte und hier 5% Verlust kassiere. So. Ja, jeder muss da ein bisschen anders mit umgehen. Thema Trading-Psychologie.
Trading-Psychologie. Also ich habe ja selbst einen Trading-Psychologen. Also ich gehe zu einem Psychologen, ja, jetzt wissen es alle. Ich glaube, letztendlich, daran wächst man. Ja. Man wächst, also im Trading selbst wächst man an sich, an seinen Aufgaben, man lernt sich besser kennen und ich versuche mich da ständig zu verbessern. Ja, also ich glaube, ich weiß nicht, Christian, wie du das hältst mit der Trading-Psychologie und so weiter, aber es gibt ganz, ganz viele Sachen, wo man da deutlich die Performance steigern kann. Und in Amerika ist es, glaube ich, so absoluter Standard, da ja, diese, wie heißt es, Mental Coaches und Performance Coaches, ja, wer die Sendung Billions gesehen hat, der weiß, wovon ich spreche, richtig coole Serie, wo es auch um Trading geht. Aber ja, halte ich nicht hinterm Berg mit, ist, denke ich, absolut sinnvoll. Ja, Christian, jetzt darfst du, jetzt ich sage die ganze Zeit, Christian, sag du mal was dazu und red weiter. Toll, wie hältst du es denn damit? Du, da gibt es eigentlich, bin ich bei dir. Also, das ist einfach was auf den Punkt gebracht, muss man sagen. Erfolg entsteht im Kopf und das nicht nur beim Trading, sondern überall. De facto ist es eben so, dass man noch so gute Setups haben kann. Wenn man sie nicht richtig umsetzt mit der richtigen Disziplin und der richtigen Einstellung, dann wird es mal gar nichts werden. Und Trading ist halt wirklich der Spiegel der Schwäche der Psychologie an der Stelle, wenn man es so nennen will, weil wenn du da die Komfortzone oder die Grenzen verlässt, sage ich mal, die dir den Weg des Erfolgs ebnen, dann kriegst du es knallhart um die Ohren geschossen. Und das ist etwas, wo viele Marktteilnehmer auch nicht klarkommen mit. Und das ist in der Tat so, dass natürlich das auch psychologisch eine wirkliche Herausforderung ist. Und wie du schon sagst, in den professionellen Handelshäusern, sage ich mal, da ist das Mental Coaching ein ganz großer Fakt, weil das natürlich auch, wenn es jetzt wirklich um Summen gibt, wo man Einfamilienhäuser, sage ich mal, bewegt am Markt und das ist eine Herausforderung, die auch viele, ich sag's mal, Retail- und Kleinhändler unterschätzen, wenn sie denn mal ein großes Handelskonto handeln würden. Also das fängt eben auch mit solchen Thematiken an und du musst dich definitiv da setteln und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, ob man jetzt meditiert, Autosuggestion macht oder eben auch einen Psychologen hat, beziehungsweise da die Wege sind, sage ich mal, da sehr vielschichtig. Aber faktisch ist es einfach so, der Erfolg entsteht im Kopf und du musst auch beim Trading klar wirklich deine Rules vorbeten, weil machst du da mal einen Fehler, eben hier auch mit Echtgeld und du machst das privat, beziehungsweise hier mit einem JFD-Account, beziehungsweise jeder andere, der meinetwegen auch anderes Geld verantwortet im Bereich von Vermögensverwaltung. Da hast du immer eine Riesenverantwortung, die dann auch noch auf den Schultern lastet. Und das ist eben alles das, was man so eigentlich mal schnell wegsteckt. Aber wenn man im täglichen Geschäft arbeitet, agiert, ist das etwas, was wirklich zur Herausforderung wird. Und da muss man auch mental stark sein und sich da auch schulen. Und das ist nicht mal eben so, ich gehe jetzt an den Rechner ran, handle mein Setup da ab, sondern man wird so die Fallstricke der Psychologie im Laufe der Zeit kennenlernen. Deswegen ist ja auch, sagen viele, Trading ein sehr ehrliches Geschäft, weil du eben sofort einen Fehler auch aufgezeigt bekommst. Und ein Fehler ist nicht unbedingt ein Verlust. Ja, du hast es auch hier dargestellt. Du hast deine Parameter, du hast deine Richtlinien. Und selbst wenn du deinen Trade eröffnest und er landet im Stop-Loss, dann ist das jetzt nichts, wo der Markt oder du mit dem Markt da in den Konflikt gehen musst. Denn wenn du dich an dein Setup gehalten hast, hast du alles richtig gemacht. Und wenn du einen positiven Erwartungswert hast, dann gibt es da auch keine Gründe, da irgendeinen Fehler zu suchen. Nur die meisten handeln dann eben ihr Setup nicht richtig ab nach einer bestimmten Phase oder sind dann einfach intuitiv oder machen mal einen Bauchhandel, vergrößern die Position einfach. Das sind viele Sachen, die dann am Rand sind. Und dann höre ich auch mit meinem Monolog auf, aber faktisch ist es tatsächlich so, dass die Psychologie und das Risk- und Money Management in nahezu allen Trading-Büchern viel zu kurz kommen oder auch Ausbildungsserien und dergleichen. Weil, wie gesagt, der Kopf entscheidet über den Erfolg und das Risk- und Money Management lässt dich sozusagen das Schiff an den Märkten navigieren. Und welche Einstiegskurse du hast, beziehungsweise vielmehr Strategien, da gibt es wirklich viele Methoden. Ob du die Wellen zählst, ob du den Rainbow benutzt, ob du einfach Resist-Support tradest oder meinetwegen auch ein Indikatoren-Fan bist, Möglichkeiten gibt es immer. Du musst nur eine klare Strategie haben, einen Handelsplan, Disziplin steht ganz oben und da gibt es noch vieles, über das man reden kann. Aber ich sehe schon, Thomas, mit deiner Ausbildung, vielleicht kriegen wir da auch irgendwas gewuppt, mal in Zukunft, dass wir da auch eine Synergie entwickeln, weil das sicherlich auch etwas ist, was du jetzt exklusiv für deinen eigenen Kundenkreis, den du da
ersuchst und einlädst, machst. Aber das ist natürlich auch was, wo man da die Skills sicherlich auch mal adaptieren sollte. Und dass du das so offen und ehrlich ansprichst, finde ich klasse. Insofern der Call, nochmal einen Schritt zurück in diese Richtung, ist, wenn nicht heute, dann auf jeden Fall in der nächsten Woche angesagt. Aber du musst ja heute erstmal sehen, dass der Daumen die Sehnen und auch die anderen Missgeschicke, die da unterlaufen sind, sozusagen heute nochmal glatt gebügelt werden. Deswegen würde ich sagen, wir sprechen in jedem Falle spätestens nächste Woche und dann setzen wir da nochmal was Feines auf. Und der Markt, vielleicht, wenn ich jetzt direkt nochmal auf die Price Action zurückkommen kann, aber ich hoffe, der Teilnehmer oder der Teilnehmerkreis, der uns hier zuhört, findet es auch gut, dass wir eben auch solche Punkte ansprechen, die eben fürs Trading wirklich auch elementar sind. Ja, weil, wie gesagt, Psychologie, klares Risk und Money Management, das sind Sachen, die werden kaum besprochen, aber sind ganz, ganz elementar. Ja, absolut. Also, da hast du absolut recht. Ich weiß, für den einen oder anderen, das ist jetzt immer so nach dem Motto, oh, was erzählen die da jetzt? Und ich kenne das auch von meinen Teilnehmern, also gerade absolute Anfänger. Da hocke ich dann auch da und erzähle das, ja, wie ich irgendwie schon mehrfach alles verloren habe. Und da kommen ja halber, kriege ich schon glasige Augen, ja, weil mich das einfach auch so mitnimmt, wenn ich daran zurückdenke, weil ich halt einfach da sehr gut mich noch einfinden kann und das halt sehr präsent ist. Und dann erzählt man halt, ja, okay, du musst Risikoparameter einhalten, weil sonst passiert das und das und das. Ja, und dann gucken die natürlich absolute Anfänger an und denken so, ach, der wieder, ey, oh Mann, schon wieder diese Geschichte vom Tellerwäscher zum und so weiter und oh ja, alles verloren und das passiert mir doch nicht. Ja, ich weiß, ich meine, so habe ich auch gedacht, vor 15 Jahren, als ich da gesessen bin. Ja, aber tatsächlich ist es mir auch passiert und das mehrfach. Das geht ganz, ganz schnell. Ja, der Markt muss einen einfach mehrfach ärgern und dann irgendwann, dann kommt man in diesen Tilt-Modus und dann läuft man wie auf Autopilot. Das ist tatsächlich so. Ja, klar. Und wenn man sich gestern diese Bewegung anguckt, ich meine, ich bin ja auch jemand, der handelt gerne gegen den Trend. Gut, wenn ich das gestern halt gemacht habe, den ganzen Tag, dann ist nach 200 Punkten ist halt Ende Gelände. Ja, so, das ist halt ein Fakt. Und das Risiko kann man natürlich eingehen, dem Risiko muss man aber bewusst sein. Wer dann halt eben ein paar 100% Gewinne machen will, der muss halt eben hohe Risiken eingehen. Und das ist auch etwas am Markt, was sich nicht ändern wird. Aber ich finde es gut, dass man halt hier über sowas aussprechen kann und ich hoffe, dass das auch von einigen angenommen wird, weil ich denke, das ist einfach hier absolut kostenloser Content und mit wertvollen Inhalten von Leuten, die halt eben länger am Markt sind und das sollte irgendwo aufgenommen werden. Das ist wirklich kein sinnfreies Geschwafel, sondern das ist halt die Realität. Und spätestens, wenn man erstmal dahin kommt, dann weiß man, wovon man redet und du hast es absolut richtig gesagt. Setups gibt es wie Sand am Meer. Ja, mein Gott, wie viele Setups gibt es? Also man kann aus allem irgendwas handeln. Nur, ja, wer kann es dann vernünftig umsetzen? Das ist das andere. Wie viele gute Analysten gibt es da draußen, die aber nicht selber gut traden können? Ist so. Und da trennt sich halt das Ganze wieder. Und Analysen schreiben, super cool. Ja, nur dann handeln, wenn es dann tatsächlich passiert. Das ist halt wieder was ganz anderes. Und da gehört ein bisschen mehr dazu. So. Ich nutze jetzt halt hier Feedback. die Zeit, weil, ja, Ja, bitte, Christian. absolut, absolut. Wie gesagt, das ist ja auch ein Dialog. Ja, wir können ja auch, es gibt ja auch solche YouTube-Kanäle, wo du irgendwie den Bildschirm upscreenst und da 3 Stunden den Markt zeigst und dann ist da mal ein Trader, ist da mal keiner. Wie du schon sagst, das ist ja hier auch ein Content, wo du sagst, ja klar, so kostenfrei, das machen wir, um dem Teilnehmer einen Mehrwert zu liefern. Wir bauen allerdings auch, ein kleiner, sag ich mal, Lichtschlag in deine Richtung, die JFD Academy auf, wo es eben darum geht, dass wir unsere Leute da auch in-house ein Stück weit fitter machen und auch Möglichkeiten auf verschiedenen Wegen aufzeigen wollen, was da auch noch möglich sein kann. Das mal so am Rande einfach mal eingestreut. Aber das Feedback positiv. Ja, der Karl sagt, ihr macht das absolut spitze. Wieder super spannend von Bernhard. Der Jürgen hat übrigens auch gleich eine Frage. Das werde ich gleich mal weiterleiten, damit man dann auch natürlich in den Dialog geht. Nicht nur wir zwei. Und das, liebe Teilnehmer, ist natürlich auch ein Highlight der heutigen Zeit. Ja, als ich angefangen habe vor nun doch mehr als 20 Jahren, gut, mit der technischen Analyse fing ich so 2000.
Ja, neuer Markt. Also Charts habe ich schon gekannt, aber so richtig eingetaucht bin ich so 2000, 2001 in die Charts, würde ich mal sagen. Aber da gab es natürlich überhaupt keine Webinare, Austausch, jemanden fragen können. Das ist alles autodidaktische Geschichten gewesen und ich habe damals auf Trading Signal Online 2002, 2003 so erste Group Chats eröffnet mit irgendwelchen Charts, wo ich dann, ja, Learning by Doing dann auch mit damals noch, sage ich mal, Zertifikat, Irrsinn und Optionsschein darum gedaddelt habe, aber letztlich Märkte immer schon analysiert habe. Und das ist natürlich wichtig, dass wir uns an dem orientieren. Oder bist du, Mr. Chartman, genauso infiziert wie ich von diesen tollen Grafiken in Form der Charts, die uns einfach hier die Massenpsychologie transportieren? Und wenn wir auf den Charts sind, komme ich jetzt zu der Frage von Jürgen, Thomas, der sagt nämlich, berücksichtigst du bei den Unterstützungen, Widerständen auch die außerbörslichen Kurse oder nur die Kurse des offiziellen Handels? Das ist natürlich die Frage, schaust du auf Future Casa? Nimmst du auch den Overnight-Handel dann entsprechend mit bei diesen Trendlinien, weil wir indirekt doch eine gewisse Armut an Liquidität haben, wenn wir jetzt so einen Nachthandel auch beim DAX Future haben? Wie ist das da? Ja, die berücksichtige ich. Deswegen ist es auch umso wichtiger, dass ihr hier bei JFD ja auch die Nachtkurse noch mit dargestellt bekommt, hier in diesem Ausschnitt zu sehen. Das ist tatsächlich wichtig. Ich würde jetzt nie sagen, okay, das ist jetzt natürlich der ultimative Widerstand. Nur hat ganz oft der Live-Xetra-Handel gezeigt, dass es immer wieder eine Relevanz mit sich bringt. Dementsprechend auf jeden Fall berücksichtigen. Und diese Unterstützung und Widerstände sehen. Ja, deswegen halte ich auch nichts, wenn man die technische Analyse jetzt beherzigt und das angeht, wenn ich komplett blind war über Nacht. Ja, das entspricht nicht der Realität, das entspricht nicht dem Future, weil der Future wird auch nachts gehandelt. Ja, wir haben nur eine ganz kurze Handelsaussetzung von ein paar Stunden. Ja, das ist absolut nichtig. Und dementsprechend, das ist zu berücksichtigen. Das heißt, das Ding hier, was heute nachgelaufen ist, dieses Tief bei rund 360, das wird auf jeden Fall heute noch eine Rolle spielen. Ja, also bitte nicht immer hier von 22 bis 8 Uhr denken, sondern auch mal gucken, was nachts passiert. Manche sogar von 17:30 bis 9 Uhr. Also das ist ein bisschen arg eng, weil da beschneide ich mich ja komplett dem, was in Amerika gelaufen ist, und Fernost habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm. So, was macht der DAX? Er macht erstmal nichts. Ja. Wir haben hier eine tolle Seitwärtsbewegung, ist ja wieder absolut fantastisch. Ich weiß gar nicht, was steht denn heute? Das habe ich heute dank meinem Daumen, der gefühlt immer noch am Türrahmen hängt. Guck Ja, gerade also wenn ich da einfügen darf, also mal. das ist auch ein wichtiger Punkt, aber das sind so auch so die Mistakes des Tagesstarts. Ja, ich sag mal, du hast jetzt 3 oder 5 Minuten für den Research der News-Kalender zum Beispiel auf der Agenda, dann kommst du eben irgendwo ran und bleibst hängen oder verletzt dich und schon ist der Tagesablauf, das ist übrigens auch natürlich Psychologie, irgendwo schon gestört und nicht mehr in dem Flow und schon gehst du vielleicht auch unbewusst mit einem ganz anderen Mindset sozusagen an das System, an den Rechner. Wie du schon sagst, jetzt hast du auch gerade gesagt, jetzt willst du mal schauen, was die News machen, weil der Tag dann heute nicht so geordnet begann, wie er eigentlich begann. Aber ich darf dich abholen. Wir haben eigentlich 10 Uhr nur die Industrieproduktion aus Italien. Die ist mehr euro beeinflussend, wenn überhaupt. Ich glaube auch nicht die wirtschaftsbewegende Riesennachricht. Und dann kommen erst am Nachmittag wieder, ja, sag ich mal, Inflationsdaten, speziell auch dann Kanada-Arbeitslosendaten. Aber ich sag mal, das ist ein Stück weit hin. Das kann also nach dem gestrigen Rutsch heute, und das sehen wir beim DAX ja zumindest momentan nach dem Xetra Opening, so also ein Stück weit seitwärts geschiebe werden. Aber was ist denn auch hier eine Frage? Und da kommt auch wieder was aus dem Chat direkt. Wie gesagt, da auch nochmal startet gern die Interaktion. Günther in dem Fall fragt nämlich hier, handelt der Thomas auch Chartformation, wie eben beispielsweise ein Doppelhop, Hop, sag ich schon, Doppeltop oder Doppelbottom oder M oder W Formation, die im aktuell oder zum Beispiel die er aktuell auch im Chart sieht, ja, so eine Art M-Formation sieht er jetzt gerade. Wie stehst du denn dazu? Ja, ich sage mal so, ich erzwinge es alles nicht. Wenn ich sehe, ist es gut. Es gibt ja aber auch, ich hatte mal früher einen Teilnehmer, das war, wie haben wir ihn liebevoll genannt, SKS Trüffelschwein. Das war sein Spitzname, egal welchen Chart man ihm gezeigt hat.
Er hat eine SKS gefunden. Es ist absolut fantastisch gewesen. Also egal wo. Und es hat aber tatsächlich auch echt immer gut funktioniert. Letztendlich, was ist jetzt hier die McDonald's-Formation? Die M-Formation ist ja nichts anderes wie meine Seitwärtsbewegung. Unterstützung, Widerstände sind klar abgesteckt. Ich komme Aber gerade da, mal zurück. Aber ja, wo? also, Hier. da, dort, hier, Hier. da, lieber Thomas, da muss ich Ja. dir beipflichten. Das ist aber genau die Geschichte. Lass uns wieder zu dem Schritt zurückgehen der Psychologie. Das ist auch ja, bei Sport und bei verschiedenen Managementstudien schon bewiesen. Du siehst das, was du sehen willst. Und jemand, der ein SKS-Nerd mit Verlaub ist, der sieht die SKS, wo du sie vielleicht nicht siehst und interpretiert die in den Chart und ob die denn funktioniert oder nicht. Das steht vielleicht auf einem zweiten Blatt, aber er weiß, wie er sie handelt und wie er Risk- und Money-Management ansetzt, beziehungsweise welchen Erwartungswert er hat an dieses Setup. Bums, dann setzt er das auf. Und ich bin auch sehr überrascht. Ich meine, wir haben beide die Charttechnik aufgesogen und man kann Formationen nutzen. Also ich präferiere durchaus zum Beispiel solche Flaggengeschichten und Wimpel, also so einfach, wo du sagst, da staut sich was auf und das muss explodiert werden oder sich explodiert wird, was ein Deutsch muss vielmehr explodieren. Aber SKS sieht man manchmal auch, aber wenn man natürlich nur darauf fokussiert ist, dann wird dir dein Auge auch das zeigen. Ja, das ist genauso wie mit schwangeren Müttern oder wenn du jetzt ein Auto kaufen willst, komischerweise fahren die Autos rum und du siehst dann irgendwie, deine Frau ist schwanger, ja, dann siehst du auch überall nur Kinderwagen und schwangere Frauen. Das ist aber etwas, du baust dir das im Kopf so psychologisch schon so zusammen, dass man auch das sehen will, was man sieht. Und das ist übrigens auch eine Gefahr natürlich für den Trading-Markt, weil man da, wie du vorhin auch gesagt hast, dann, wenn man das Übertraden anfängt, ja, und dann einfach den Stück weit den eigentlichen Fokus verliert und dann schwuppdiwupp und Gambling dann schon eine Art vollzieht. Crazy, crazy. Aber am Ende des Tages, wir kommen jetzt hier gleich nochmal zu zwei, drei anderen Punkten, die hier reinströmen, weil wie gesagt, Interaktion ganz toll. Liebe Leute, jetzt der Peter zum Beispiel, Risikominimierung, ist das für dich ein Thema, wenn du jetzt bei 15 oder machen wir die 510, immer die letzten drei Stellen, dass du sozusagen das Ganze ein Stück weit jetzt Risiko rausnimmst, schon mal ein bisschen was abziehst aus dem Gewinn. Stop-Loss nachziehen, fragt jetzt der Günther, weil du jetzt schon 100 Euro im Gewinn bist. Jetzt haben wir einen Live-Trade, der gut anläuft. Sag doch mal was in die Richtung. Ja, Christian, danke, dass du mir nochmal das Wort übergibst. Ja, ich merke heute schon, du hast heute einen echt einen guten Tag. Ja, das freut mich. Ich sitze halt hier mit meinen Schmerzen. Ich bin froh, dass du mir da ein bisschen was abnimmst. Liebe Teilnehmer, genau, zu dem Thema nochmal. Wenn Sie später mal Auto fahren, denken Sie mal drüber nach, wie wenige rote Autos es gibt. Ja, Sie werden sehen, dem ist nicht so. Genau Das das, ist wenn mit man halt dem mal rosa dran denkt. Elefanten. Das mit dem rosa Ja, das war. Elefanten, alles klar. Denkt bloß nicht an rosa Elefanten und möchte wetten, 99% haben diesen jetzt vor ihrem geistigen Auge gesehen. Aber genau so ist es. Ja, okay. So, also, das ist tatsächlich so. Risiko rausnehmen, da waren wir. Ja, ich bin jetzt hier schon komplett durcheinander. Ich bin die ganze Zeit höre ich hier in Christian zu. Ich versuche jetzt, das Risiko zu minimieren. Das hatte ich vorhin auch gesagt. Das möchte ich ja gerne tun. Nur, blöderweise, Stichwort M-Formation, ja. Sieht ja zumindest so aus. Wir haben hier unten irgendwo dann die Unterstützung. Ja, und das ist jetzt auch ein bisschen die Gefahr. Wir kommen jetzt hier natürlich schön in diesen Unterstützungsbereich, den er sich jetzt hier geschaffen hat in den letzten paar Stunden. Und dieser Abrutscher hier nach unten, wo man erstmal denkt, oh Gott, jetzt ist wieder alles vorbei, jetzt stürzt er wieder komplett ab. Nee, aber genau das macht der DAX ja immer so gerne. Das ist diese schnelle unten Antäuschen, alles ist vorbei und dann eben wieder dieses Hochziehen. Dementsprechend absolut richtig. Wir waren auch schon 110, 120 Euro vorne. Ich möchte es jetzt aber nicht so scharf machen und direkt wieder ausgestoppt werden und dann wieder auf der Suche nach einem neuen Setup sein, weil eigentlich ist die Idee hier immer noch gut, ja, wie ich es ja vorhin erwähnt habe. Wir haben dann noch einen weiteren Widerstand auf dem Weg nach oben. Das geht dann bis 15.600, summa summarum. Ich würde es aber jetzt hier ein bisschen weniger aggressiv machen, das Nachziehen. Das heißt, wir haben derzeit 33 Punkte Initial-Stop-Loss. Er kommt jetzt immer weiter, wir sind 130 Euro im Gewinn. Ja, das ist gut, aber trotzdem möchte ich jetzt hier nicht zu stark an der SL-Schraube drehen. Wir gehen jetzt einfach mal, lassen Sie mich mal rechnen. Ja, wir gehen jetzt mal auf die 40.
Ja, okay. Genau, also ich muss das alles in meinem Kopf nochmal kurz durchgehen. Richtig, das kommt hin. Okay, also, so, wir haben nur noch dann die Hälfte an Risiko. Es ist natürlich, das ist wieder, das ist ein schönes Beispiel, wie einerseits Stop-Loss anpassen wichtig ist und andererseits, also, nee, ich gebe jetzt nicht wieder das Wort an Christian, weil das dauert mir zu lange. Ich möchte auch noch ein bisschen was erzählen. Christian, du kennst ja meine ironische Art. Ich hoffe, den Teilnehmern ist es auch jetzt schon in den letzten Minuten ein bisschen klarer geworden. Ja, ich mache da immer so ein bisschen Spaß mit rein. Ist natürlich sehr wichtig, was Christian zu erzählen hat. Absolut. Ja, sehen Sie es mir nach. Seht das alles ein bisschen mit Humor. Und das ist so ein Beispiel. Also, Herr Christian, ich sehe schon vor meinem geistigen Auge, er schlägt die Hände über dem Kopf zusammen. Ja, weil ganz genau das ist das. Einerseits möchte ich mein Risiko minimieren. Andererseits ist das aus charttechnischer Sicht der Super-GAU. Ja, also, das ist genau so ein klassisches Beispiel mit, naja, gut, machen wir nochmal einen Retest vom Tageshoch und stürzen dann ab. Ne? Also, schön ist das nicht. Dennoch würde ich es jetzt hier mal belassen, weil ich nämlich auch wenn er jetzt hier nochmal runterkommt, ganz, ganz schnell noch weiter den SL anpassen möchte. Aber sinnvoll von der technischen Seite aus ist das natürlich nicht. Da braucht man sich dann letztendlich auch nicht wundern, wenn genau das passiert, was ich gerade eben gesagt habe. Also Risiko minimieren auf jeden Fall. Es ist natürlich immer die Frage der Erwartungshaltung, auch so ein bisschen der Horizont. Wie viel will ich da heute noch traden? Was will ich noch traden? Möchte ich noch mal einen Trade eingehen oder versuche ich das heute mal laufen zu lassen? Das sind natürlich auch die Faktoren, die man damit einfließen lassen muss. Und genau, ich glaube, von Jürgen war es. Formationen. Da habe ich nämlich letztens auch was gesehen. Vielleicht für den einen oder anderen auch spannend. Thematik Kryptowährung. Der Christian geht da auch immer ja drauf ein. Kryptos, Kryptos, Kryptos. Arbeitschart. Wo ist er? Ja, da. So. Sieht wie immer wild aus. Ja, ich versuche gerade das rauszulesen, was ich da mitbekommen habe. Ja, da wird jetzt oft natürlich eine SKS diskutiert derzeit. Ja, und ich sag mal so, da gerne dann Christian deine Expertise noch dazu. Ja, das ist wieder so ein Fall von kann man machen, muss man aber nicht unbedingt, wenn man die mal vernünftig einzeichnen würde. Ja, also kann man immer irgendwo. Ja, letztendlich, das ist halt eine Top-Formation hier, die sich hier gebildet hat. Mehrfache Einschläge, was auch relativ gut auch zu handeln war. Ich habe es auch mal immer wieder bei Instagram drin gehabt, der große Short, der da angesagt war. Ich glaube aber, ich war schon seit 48.000 Short, ja, also ein bisschen zu früh, ein Tick zu früh. Musste dann immer wieder neue Einstiege finden, habe aber auch noch die Long-Seite gefunden. Wenn man das jetzt mal ganz schnell TA-mäßig hier betrachten würde, wo kommt man dann dahin? Wenn man das jetzt hier mal abtragen, bitte keinen Anspruch auf die hundertprozentige Genauigkeit, aber dann, ja. So, jetzt ist natürlich die Frage, wird diese SKS gespielt? Sind wir bei minus 3.380 US-Dollar in Bitcoin? Okay. Christian, du gerne deine Expertise dazu. SKS in Bitcoin, dir schon aufgefallen, bekannt, gesehen. Ist das was für dich? Also in der Tat hat sich das, also ich habe es nicht gesehen, muss ich sagen, aber ich habe es auch, wenn man natürlich immer mal rechts und links schaut, was da so abgeht. Ich habe es jetzt wieder mal nicht interpretieren wollen oder auch nicht sehen wollen, so kann man das sagen. Man kann aber, das ist natürlich, man sagt ja auch, die technische Analyse, das mag jetzt wieder die Kaffeesatzleser verdammt da sozusagen bestätigen, aber es ist ja so ein Stück weit Art auch Kunst, wie man eben auch sein Auge schult, was man hier und da sieht. Und ich finde es jetzt als Schulterkopf-Schulter jetzt nicht klassisch, weil ich da die Topbildung oben, das ist das eine Medusa oder was der dann, also es gibt ja auch die Schulter.
Kopf, 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 Schulterformation und das geht so in die Richtung, aber das ist dann auch schon wieder künstlerische Kreativität, muss ich wirklich sagen, wo ich mich da schwer tue. Also ich sehe eher so den 30.000er-Bereich als absolute Nachfrage-Supportzone. Das ist wirklich ein richtiges Key-Level und solange der da drüber bleibt und ich bin so ein Stück weit der Meinung, wir befinden uns da beim Bitcoin jetzt in einem Seitwärtsgeschiebe, was ja auch offensichtlich ist, seit einigen Wochen, Monaten, da kommt er nicht so richtig aus dem Quark, aber der verdaut diesen Abverkauf mit Mr. Elon Musk und China-Restriktionen auf diesem Level. Und wenn es nochmal ein richtiges Durchschütteln gibt, dann passiert das unter 30.000, würde ich sagen. Das ist auch wieder so eine runde psychologische. Heute haben wir es echt mit dem Thema Hausmarke. Wenn das Ding per Tagesschluss gerissen wird, dann brechen sowohl bei vielen Marktteilnehmern ein bisschen die Angstperlen auf der Stirn aus, die jetzt da nicht Risk Management betreiben, aber auch viele Stop-Loss-Marken werden da wahrscheinlich vom Markt sozusagen gerissen und das ist dann ja auch wieder eine selbsterfüllende Prophezeiung. Da ist davon auszugehen, dass der dann durchgereicht wird nach unten, wie deine grauen, was sage ich, die roten Pfeile skizzieren und da sehe ich die 20.000 also ganz klar auf der Südseite als Ziel und das kann dann eben auch schneller gehen, als man denkt. Aber das ist auf jeden Fall was, wo ich nicht ausschließen will, dass das passieren kann, wenn es bricht. Aber ich muss ehrlich sagen, ich glaube, wir sehen einen zähen Sommerverlauf, zäh insofern, dass wir uns zwischen 30 und 40 seitwärts bewegen. Die SKS ist sozusagen, die wir hier sinnbildlich mal von dir nachgezeichnet sehen, kann ich mir nicht vorstellen. Wenn er nach unter die 30.000 geht, werden die SKS-Anbieter sagen, jawohl, das hat sich aufgelöst, aber sehe ich eigentlich nicht präferiert. Ich sehe das so ein Stück weit zähes Seitwärtsgeschiebe und ein Stück weit unabhängig dessen, dass ich die Kryptos da auch so ein Stück weit mag, zugegebenerweise, glaube ich, dass das eine Konsolidierung auf hohem Niveau ist, die dann eher für weiteres Abmomentum spricht, weil wir haben so, technisch sieht es wirklich spannend aus. Die Nachrichtenlage, die war wirklich grottig schlecht bislang, ja, also was sich da alles sozusagen rausgehauen hat. Aber das ist ein schönes Beispiel, wo du gerade reinfährst, weil das war so ein abfallendes Dreieck und das war das, also da muss ich sagen, schön, die 6.000er, runde Marke wieder und da muss ich sagen, die Kryptos laufen gern in technische Formation. Und das war wirklich ein Musterbeispiel. Also schön, dass du es zeigst. Das habe ich auch noch genauso in meinem Chart und auch damals angesprochen. Schaut euch alte Devisenradar-Videos aus 2018 an. Das war wirklich so ein Ding, wo du sagst, ey, wenn die 6.000 knallt, dann kann es schnell gehen. Und das war wieder Charttechnik in Perfektion. Genau, absolut. Das ist nämlich der Punkt, wo ich immer wieder drauf zurückkomme. Wie ich vorhin erwähnt hatte, ich habe da noch eine Webseite über Kryptowährungen. Ich hatte auch die, das heißt, es gibt die Seite immer noch, Trading-Schule, Kryptologen, Trading-Schule online. Also ich habe ganz, ganz viel mit Kryptowährungen gemacht. Ich mache bis heute noch ganz, ganz viel mit Kryptowährungen. Das nächste Webinar zu Kryptowährungen ist erst heute um 3. Die letzten Tage sind bestimmt davon von Kryptowährungen, von Webinaren und Fahrschule und was weiß ich was. So, aber dieses feine Dreieck, da habe ich noch zu der Zeit Analysen gemacht für BTC Echo. Die Top 3 jede Woche aufs Neue, Bitcoin, Ethereum und Ripple waren es damals. Ich glaube ja von der Marktkapitalisierung ist es mittlerweile anders. Aber das Ding, ja, also das habe ich glaube schon angefangen im August zu prognostizieren, dass ein fallendes Dreieck hier rauskommen kann. Und tatsächlich, das ist leider bei den Kryptoleuten ganz, ganz extrem, dass das Fundamentale, was da angeblich alles und welcher Sack reißt in China da wieder, dass es bei denen so vehement in den Köpfen dabei ist, das ist doch das Paradebeispiel, wie gut technische Analyse funktioniert. Also es läuft ja fast nicht sauber als der Bitcoin im Sinne von technischer Analyse. Also liebe Herren, da ist ja der DAX ist ja ein unbeschreibliches Biest dagegen, ja? Also der macht ja nur Probleme. Also wer mit Kryptos sich da auseinandersetzen will, bitte melden Sie sich. Da kann man so viel machen. Das ist ein super spannendes Thema. Wir haben ja jetzt hier, ich sage schon hier, bei JFD gibt es ja auch da Produkte zu und so weiter. Machen Sie, probieren Sie das doch mal aus. Ist doch wirklich klasse. Klar, das hier, es geht ein bisschen an die Substanz, das nervt, aber übergeordnet, Sie sehen immer wieder hier schön die Einschläge. Super, der Abrutsch auf die 20.000er-Marke könnte auch noch kommen. Das wäre der Retest einfach von diesem massiven Ausbruch. Alter, fantastisch. Ich bin selber immer wieder überrascht, wenn ich in meine Charts reingehe. Das ist jetzt alles, das sind Sachen, die habe ich seit Jahren analysiere ich diese komischen Kryptowährungen. Und das ist ein Ding, dieser Bereich hier, ich weiß nicht, wann ich den angezeichnet habe. Lassen Sie es 2017 sein.
Was macht die Jota? Er knallt hier volle Lotte rein und bricht dann komplett wieder zusammen. Also da habe ich Beispiele wie Sand am Meer zu eigentlich fast jedem gruseligen Köln. Ja, den Dodge, auch den, lassen Sie mich nicht lügen. Ja, sehen Sie, okay. Also da war ich noch ein bisschen tiefer unterwegs. Das ist halt das Problem, wenn man 2, 3 Jahre nichts macht. Aber auch hier, die Kursziele waren alle mal da. Und Sie sehen auch hier, da hat er auch mal massive Probleme bekommen, kam hier zurück und dann, gut. Natürlich, wenn jetzt hier so ein Snoop Doggy Dogg und der Musk und so weiter Geschichten machen, natürlich kommen dann die Bewegungen schneller. Das sage ich dazu nicht. Die Bewegungen werden daraus, ja, die werden getriggert, ja, aber nicht die machen die Kurse letztendlich, sondern die charttechnischen Marken werden einfach schneller gelaufen. Angelaufen, spulen sich einfach schneller ab. Also tun Sie sich den Gefallen, gucken Sie sich auch mal Kryptos an, ja. Ist ja nichts Verwerfliches. Sie müssen nicht mal den Weg gehen. Dank JFT unter anderem, dass sie jetzt hier Hardcore-Experimente mit Wallets und so weiter machen müssen, wo es wirklich ein bisschen komplexer wird. Aber auch das ist alles, was man ein gangbarer Weg, das ist kein Hexenwerk. Ja, das habe sogar ich auf die Kette bekommen vor 3 Jahren. Und da gab es noch nicht diese ganzen Möglichkeiten, die es heute gibt. So, wieder genug der Ausflug dazu, aber meine Güte, es ist halt einfach so, wie es ist. Wir müssten mal hier eine Scalping-Session machen, aber ja, ist das was letztendlich? Wir haben jetzt hier wieder den Rücklauf gesehen und genau das, was ich halt befürchtet hatte, schneller Rutsch nach unten, alle mal wieder ein bisschen verunsichern, dann die Unterstützung einfach aufgreifen und dann wieder hochgeschiebe. Und ja, jetzt haben wir den Stop-Loss hier. Können wir den noch nicht mal in Gewinn ziehen, ohne sofort ausgestoppt zu werden, aber ich lasse ihn jetzt auch einfach da. Ja, dann haben wir halt eben tatsächlich 1,5% heute verbrannt. Es ist dann halt leider so. Aber ich halte jetzt an diesem Setup erstmal fest und alles, also ambitioniert sieht er halt auch nicht aus. Derzeit. So, wir haben ja auch noch eine gute Viertelstunde, wer weiß, ja, bevor jetzt wieder alle wegrennen, kommen wir immer wieder drauf zurück. Ich habe mich nämlich noch nicht mal vorgestellt. Ja. Also so wenig Zeit war heute, weil der Christian mir ja die ganze Zeit erzählt hat. Noch nicht mal habe ich mich, noch nicht mal vorstellen konnte ich mich. Du, die Aufzeichnung vom letzten Mal, das kann ich vielleicht auch sagen, weil die Frage in den Chat kam. Also wir haben ja vom letzten Mal die Aufzeichnung, die haben wir auch an alle registrierten Teilnehmer verschickt und wir werden das auch diesmal so tun, dass wir sozusagen die Aufzeichnung ein Stück weit sammeln dann und dann praktisch auch hochladen. Da war ja dann auch auf Insta die ein oder andere Nachfrage, wo ich den Link sogar dann direkt auch verschickt hatte, für die, die sich damals sozusagen verlautbart haben, das haben zu wollen. Jetzt sehe ich, der Andreas Bernstein ist dann doch wieder zurück zu Mike gekehrt. Ich hoffe, er hat auch mal in Skype geschaut. Ich hatte nämlich schon mal vorhin zu dir gerufen, Andreas, so nach dem Motto Marktbesprechung antizyklisch hier gegen den Abwärtstrend oder mit dem Aufwärtstrend. Das, liebe Leute, lasst mich gleich mal drauf verweisen, wird gleich Thema im Trading Room sein. Bevor du jetzt gleich nochmal auf dich gehst, lieber Thomas, wir kennen dich, aber die Marktteilnehmer, die heute frisch sind, vielleicht nochmal ein kurzer Abriss, aber im letzten Webinar haben wir das ja auch dargestellt und da werden wir ja auch die Aufzeichnung, wie gesagt, nochmal danach verschicken. Und jetzt dann der Hinweis in ja, 13, 14 Minuten geht es im Trading Room bei uns weiter. Ich stelle euch den Link rein, liebe Leute. Der Thomas kann leider nicht aufgrund seiner, sage ich mal, Schicke vom Morgen und auch Kopf frei kriegen für von der Woche. Sei dir verziehen, aber wir holen das auf jeden Fall nach und ich würde mich freuen, wenn du da auch mal Gast im Trading Room bist, beziehungsweise wir dieses DAX-Trading auch für Vielbeschäftigte in der einen oder anderen Art und Weise fortsetzen, Schrägstrich die Challenge aufrollen. Und liebe Teilnehmer, lasst mich da gerne auch wissen im Chat, wenn ihr da Bock drauf habt, mehr vom Thomas und der Challenge zu erfahren, ihn auch engmaschiger begleitet wissen zu wollen. Würde mich auch euer Feedback natürlich interessieren und deswegen, liebe Leute, ich stelle den Link zum Trading Room rein. Da werdet ihr auf jeden Fall mal nichts verpassen. Und da geht es dann gleich weiter mit dem lieben Andreas und meine Wenigkeit. Und gegebenenfalls in Zukunft auch mit Thomas. Aber jetzt erstmal zu dir. Link stelle ich rein, liebe Leute. Falls ihr noch nicht dabei seid, könnt ihr euch da gleich mal anmelden. Kostenfrei. Ja, Aufzeichnung ist immer gut, werde ich auch immer nachgefragt. Hab natürlich auch gesehen bei der letzten YouTube-Aufzeichnung, ja, meine Fans sind natürlich auch, es gibt noch Fans von mir, ja, die sind natürlich auch noch da, die müssen wir natürlich auch berücksichtigen. Grüße dir auch damit herzlich. Ja,
Weil da, ich bin auch komplett transparent. Ja. Ich sage nicht nur, dass ich bei einem Trading-Psychologen bin, ich sage auch, dass was alles für Dinge in meinem Leben passiert sind. Unter anderem auch, dass ich ja aktiver im Trading-Geschäft war und dafür mehrere Leute so ein Referenzkonto mal geführt habe, was halt 700% in 3 Monaten oder so gebracht hatte und dann Drawdown hatte von 80%. Ja, das gehört alles halt zu meiner Vergangenheit, zu meiner Realität dazu und ich halte auch nicht in am Berg mit. Dementsprechend Grüße an meine Freunde, ja, die nicht aufhören, die nicht müde werden, mich aufs Wüsteste zu verfolgen und zu beschimpfen. Also ich habe da gar kein Problem mit. Ich finde es immer schade, wenn halt so ein Format jetzt quasi darunter leidet. Aber ich denke, jeder, der halt weiß, und deswegen, man kann es halt immer nur sagen, Performance geht immer mit Risiko einher. Bitte, 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 liebe Teilnehmer. Ich habe gestern beispielsweise wieder, ich zeige es jetzt einfach nicht, um mich jetzt hier zu beweihräuchern, ja. Aber ich habe jetzt hier gestern in meinem Wiki, habe ich, was war hier, 154%, 8. Juli 352. Also ich habe da gestern 120% gezaubert. Punkt. Ja, ist doch kein Problem. Ist doch tatsächlich kein Problem, wenn man einmal auf der richtigen Seite liegt und hier maximaler Verlust lag bei 29%. Chance-Risiko-Verhältnis. Also genauso wie es kein Problem darstellt, 700% zu machen, wenn dann aber der Abriss der Bewegung kommt, dann hat man halt von 700% 80% eingebüßt. Auch das ist leider Fakt. Das hier geht immer nur mit dem hier. Wer das nicht akzeptiert, hat an der Börse nichts zu suchen. Punkt. Ja, da darf mir keiner böse sein, aber das sind einfach Fakten. Also bitte lassen Sie sich da nicht irgendwie verunsichern, wenn jemand immer sagt, ja, ich mache 40, 50% im Jahr, das ist kein Problem, ja, überhaupt kein Problem, ist tatsächlich alles möglich. Nur man muss halt eben wissen, was steckt dahinter. Genauso wie hier in dieser Chartman-Challenge innerhalb von 13 Tagen 70% kein Problem sind. Ja, 65%, 70%, wurscht, kein Problem. Drawdown 10%, lief auch gut, 7 zu 1, alles kein Problem. Nur muss man halt eben auch mit der Kehrseite leben. Das ist dann tatsächlich das Problem, was manche Leute haben. Ja, so, das hier, wunderschön. Einfach mal an das Setup halten, gucken, ob es funktioniert oder nicht funktioniert. Ich hoffe, Christian, es ist jetzt erlaubt, dass ich diesen Rundumschlag mal machen muss. Ja, aber ich lasse mir das nicht immer hier irgendwie, ja, so ein schlechter Trader. Bin ich ein schlechter Trader, weil ich 700% erwirtschaftet habe? Du, Thomas, das ist ein wichtiger Aspekt. Das ist auch wieder Mentalität, Psychologie, sage ich mal, auf der einen Seite. Aber gut, also gut, dass du es ansprichst und sollst du auch, weil jeder hat seine Geschichte. Ja, also das ist ganz klar. Und man muss auch sagen, auch bei den Kryptos oder auch bei deinem Trade, wer denn da bei 100, 200% Gewinn dann nochmal eingestiegen ist, ja, und dann hat eben die 600, 700 mitgenommen nach oben oder schon von Anfang an dabei war, nice to have, aber immer wieder auch mit der Risikomedaille versehen, dass man sagt, okay, da wird eben auch hohes Risiko gefahren und wie beim Bitcoin, was, sagen wir mal, 800 oder 1000% steigt, das darf auch mal 50, 80% fallen. Und das muss man sehen. Da ist nur immer die Frage, seit wann bist du dabei? Ja, wenn du von Anfang an dabei bist, Richtig. verträgst du das. Wenn da aber einer reinkommt, der die letzten 10% mitnimmt, um dann den Drawdown mitzunehmen, was immer passieren kann. Deswegen, liebe Leute, handelt auch mit Geld, wo man wirklich sagen kann, darauf darf ich verzichten. Darauf kann ich verzichten. Das ist jetzt kein Geld, womit ich die Miete bezahlen muss oder einen Kredit oder dergleichen. Passt da bitte auf. Und dann ist es auch was, wo man natürlich psychologisch ganz anders und viel auch entspannter an den Handel rangeht, weil du dich eben nicht so auf Schwarz-Rot konzentrieren musst und all in oder ich falle jetzt hier wirklich vom Tisch. Und wie gesagt, das muss jeder für sich eben ausmachen. Was jetzt aber eine Frage noch reinkommt, wie gesagt, absolut ehrlich und transparent, das muss man auch immer mal klären. Es gibt auch die tollsten Grid-Systeme, Martingale, wo du wirklich 2, 3 Jahre lang monatlich deine Renditen machst und wenn du die Gewinne abschöpfst, kann das auch funktionieren. Nur irgendwann fliegt dir so ein System mit hundertprozentiger Sicherheit um die Ohren und dann ist immer die Frage, ja, seit wann bist du dabei, hast du auch mal Gewinne mitgenommen, dann könntest du auch mal so einen Crash vertragen. Das sind so viele Seiten,
Punkte, die man wissen und berücksichtigen muss. Und Trading ist dahingehend eben auch sehr komplex. Das fängt nicht nur bei, was ist eine Aktie und was ist der Börsenhandel, sondern was ist die Psychologie hinter dem ganzen Aspekt. Und ich glaube, da haben wir heute wirklich sehr breitfächerisch gesprochen. Was ich jetzt gerade noch habe, lieber Thomas, bevor ich dich dann entlasse. Markus sagt uns auch gerade, danke für die ehrlichen und klaren Worte. So ist es. Also wie gesagt, wer da auch andere Meinung hat, gern willkommen. Wir sind hier eine offene Runde. Aber ich will sagen, der Frank fragt nämlich, ist es sinnvoll, diesen DAX-Trade bei anhaltender Seitwärtsbewegung auch zu halten oder ist es nicht besser, zeitlich zu begrenzen? Also das ist übrigens auch etwas, was ich bei meinem Trading tatsächlich habe. Wie siehst du das denn? Guter Punkt. Ich mache diese zeitliche Begrenzung gar nicht. Also irgendwann, klar, hat man halt die Schnauze voll, weil das fängt dann wirklich irgendwann an zu nerven. Nur letztendlich, wenn ich jetzt mein Leben darauf verwettet habe, im Sinne von Risiko, dann hänge ich hier natürlich ganz anders dran, wie wenn ich jetzt so hier sage, okay, 0,5% Risiko stehen dem jetzt noch entgegen. Das passt, ja, ich kann das Ding. Bis, also klar, vor Handelsschluss würde ich es definitiv zumachen. Ich denke aber nicht, dass er so lange überlebt. Aber wer weiß, ja, wenn es passiert, dann ist es gut. Ich würde jetzt gerne noch mit Ihnen gemeinsam versuchen, dass wir hier den Stop-Loss noch ein bisschen weiter nachziehen. Dann sind wir da ganz fein raus. Zeitlich begrenzen? Nee. Was kann denn jetzt kommen? Es kann erhöhte Volatilität aufgrund der Marktdaten. Um 12 spricht noch die Lagarde irgendwie. Um 3:30 ist auch wieder was. Um 4 ist auch ein bisschen was. Und 3:30 Eröffnung Amerikaner sowieso. Okay, passt. Habe ich auf dem Schirm, kann ich mit dem Stop-Loss ja ganz normal abdecken. Zeitlich, dass ich jetzt sage, der geht mir jetzt hier so auf die Nerven, ich ziehe jetzt den Stecker. Nee, mache ich nicht. Aber bei mir ist es dann tatsächlich ganz oft passiert. Also jetzt hier demnächst geht mir komplett die Geduld aus. Ich ziehe den Stecker und dann gucke ich 2 Stunden später drauf und dann steht er irgendwo 200 Punkte tiefer. Es kostet mich ja in dem Sinne nichts, außer dass ich halt im Hinterkopf weiß, es läuft halt ein Trade, der abgesichert ist. Aber mein Gott, dafür haben wir den Stop-Loss, dafür haben wir die Orderarten, die uns das abnehmen. Das tut mich jetzt gedanklich nicht beschäftigen, weil ich auch so ein eklatant kleines Risiko habe, wo ich schon vorher, was ich sogar schon reduzieren konnte. Und schon das Initialrisiko war nicht so hoch, dass ich sage, ich muss jetzt hier Schmerzen bekommen. Ja. Genau. Absolut, absolut, sage ich mal, klar kommuniziert und auch nachvollziehbar. Da muss man natürlich ganz klar sagen, das sind die Rules, die du hast und das sind es auch das, was fair und transparent ist, wie du das managst. Ich halte das ein bisschen anders, habe jetzt auch versucht, vielleicht der eine oder andere kann da mitkommen, beim Euro-Dollar auch den einen oder anderen Swing zu nehmen. Allerdings im M1, das ist was wir jetzt natürlich in Zukunft auch häufiger machen wollen, hat er mich auch, sage ich mal, erwischt. Aber mit einem klaren Risiko habe ich da einfach einen kleinen oder zwei kleine Stop-Loss passiert. Jetzt wollen wir mal sehen, ob dann vielleicht ein Trend aufkommt. Es ist aber der typische Freitag, den ich auch wirklich gar nicht gern handle, weil wir jetzt eben so ein Rumgewuppel haben. Und wegen dem Time Period, also da hat auch jeder Trader wieder seinen eigenen Ansatz. Ja, das ist nachvollziehbar. Und wenn du einen Trade auf Break-Even hast, also abgesichert oder mit einem kleinen initialen Risiko nur noch drin hast, kannst du ihn auch laufen lassen und auf den großen Downer, auf den großen Drop hoffen, beziehungsweise spekulieren, wenn es dein Setup zulässt, wenn es dann deine Idee des Tages, Ideen und Tradingplan der Woche zulässt, kann man das genauso durchführen. Bei mir ist es in der Regel immer so, dass ich nach 5 bis 7 Perioden den Trade entweder ausskaliere, also kleiner mache, wenn er im Verlust ist, oder sogar komplett schließe, weil es bei mir eben dann immer so ist. Also Periode sage ich auch deshalb, weil das kann der 5-Minuten-Chart sein, das kann aber auch der Tageschart sein, weil ich dann sage, die Trading-Idee, die ich vor XY-Perioden hatte oder tätigte, ist dann nicht mehr aktuell, wenn der Markt nicht wirklich vom Fleck kommt, weil ich ja das Momentum suche, das Trendmomentum. Und das ist einfach was, wo ich sage, das muss dann anlaufen nach einem gewissen Trigger, nach einem neuen Tief oder Hoch oder nach einem Momentum-Move, wo ich sage, der sollte sich fortsetzen. Wenn das nicht tut, dann wird der Trade aus meiner Sicht dann immer unwahrscheinlicher. Das ist aber auch bei dir ein ganz anderer Trading-Ansatz. Also das heißt, da muss man eben auch immer seinen Weg finden. Und das finde ich auch gut, dass du hier an der Stelle uns deinen Mehrwert da mitgibst und auch deine Ansichten teilst. Und
Ich sag mal, lieber Markus, an der Stelle, Webinare bei uns wird es sozusagen mit dem Thomas hoffentlich geben. Das ist ja das, wo wir besprochen hatten. Wir gehen hier in den Konsens. Der Markus fragt aber, wo ich noch auf anderen Webinaren, Portalen finden kann, beziehungsweise wenn du Insta hast, Markus, dann such doch einfach den Mr. Schartmann und schreib ihn direkt mal an. Dann wird er dir auch noch Infos geben können. Ansonsten sind wir jetzt auch schon gleich bei 10 Uhr und ich will dich nicht über das Maß hier sozusagen an den Stuhl kleben, weil ich weiß ja nicht, was du jetzt noch vorhast, Alles gut, beziehungsweise du hast ja noch Sam. Alles Agendapunkte. Ne? gut. Und Ich ich muss den weiß, Trading ich Room mit weiß. 2 Minuten starten. Das ist es Ja, ja. ganz schnell. Ich weiß, ich würg dich jetzt schnell ab. Muss das korrigieren. Es ist nicht der Chartmann, es ist Hartmann Kapital bei Instagram. Folgen Sie mir, denken Sie bitte dran, heute in einer Woche im Büro in Pforzheim, Anfängerseminar, und Anfänger ist wirklich so breit gefächert, dass ich sage, wenn Sie nicht zig Prozent im Daytrading verdienen können, sind Sie für mich auch noch Anfänger. Kommen Sie vorbei, melden Sie sich, hier einer hat sich schon gemeldet, hier anmelden, info@hartmannkapital, schreiben Sie eine WhatsApp, auch das, rufen Sie bitte nicht die ganze Zeit spontan an, das muss nicht unbedingt sein, ja, aber gerne nach Rücksprache, melden Sie sich einfach bei mir, lassen Sie uns ins Gespräch kommen, Sie sehen, ich bin ein ganz umgänglicher Mensch, mit mir kann man reden, folgen Sie mir, ja, NTG leite ich die Sparte, Trading to go, etc. pp. In diesem Sinne, was möchte ich noch schnell machen? Zack, zack, zack. Ich möchte noch schnell den Stop-Loss auf Break-Even ziehen. Da habe ich jetzt gemacht, 15.523 Trading Room. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und hoffentlich bis bald. Oh, wow, das hast du jetzt aber mal abgespult. Auf jeden Fall vielen, Ja? vielen Dank, Thomas. Wir werden den Trade weiter beleuchten. Du hast ihn gesichert. Das ist eigentlich wieder ein grandioser Abschluss. Take Profit lässt du jetzt mal so ein Stück weit offen. Ja. Da hast du aber die roten Marken da, 15.480 oder 15.35, 37. Das, liebe Leute, werden wir in naher Zeit sicherlich wieder auflösen, was draus geworden ist, weil dieses Konto, dieses Format gefällt mir sehr gut und da freue ich mich, dass wir da mit Thomas endlich den Schritt gemacht haben in die richtige Richtung und freue mich auf das, was da kommt. Also vielen Dank, liebe Leute. Wenn ihr Bock habt, gleich weiter switchen in den Trading Room. Da werde ich gleich eröffnen. Und ansonsten Happy Trades und dir ein schönes Wochenende und gute Erholung, Thomas. Ebenso. Vielen lieben Dank, Christian, und an alle Teilnehmer. Bis bald. Bye, bye.